Ja, herzlich willkommen zurück, nachdem wir beim letzten Mal uns hier die Kunst angetan haben und diese Halle bewundert haben, die echt schön ist. Vor allem mit der Loge da oben, interessant. Da hat es dann auch noch zwei. Gehen wir jetzt zu Pavel. Also, auf Wiedersehen. Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Hier bitte, zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, können wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Die Situation gefällt mir auf jeden Fall nicht. Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom, hau weg den Scheiß. Ja. Ach, wo war ich? Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Ja, beraten und verkauft. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Ja, die wollen mich für irgendwas, denke ich mal. Wenn es als Geisel ist. Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Hey, wir sind in der roten Linie. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl, Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl, der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag.
Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh mal, Artyom, du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosow, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Ah, toll. Und da haben wir auch Lesnitsky, der was geklaut hat aus D6. Junger Mann, sparen wir uns das anfängliche Abtastungsfach und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskvin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Ach, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Immer noch nichts! Nimm das, Mission! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör! Das Übliche. Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie... Komm hierher zurück! Gottverdammt! Du bist ein Schurk. In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Ja, toll. Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Klein Artyom an der Oberfläche. Ja.
Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Also, Artyom geht's wohl nicht gut. Fick dich, Gorbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Dankeschön. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schatten. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Perfekt. Gut, dann suchen wir mal meine Ausrüstung. Ich wette, ich hätte die AK nicht kaufen sollen. Endlich. Setzen Sie sich, Corbett. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ach, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel, ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht? Ich? Moskwin. Als sie mich darum baten, mich um ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Gorbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Na toll. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten, wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück.
Im Dienst der roten Linie! Ah, toll. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Ja, dann müssen wir aber erstmal die Station verlassen. Ausrüstung. Okay, einmal durchladen. Okay, das war auf jeden Fall eine Menge Ausrüstung. Hätte ich mir doch den Schalldämpfer gekauft, wa? Rotflinte mit Schalldämpfer. Eine Gasmaske. Okay. Gut. Schneid ihn selbst, du. Ich gehe um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass sonst nichts zittert. Okay, ruhig. Ich hab gar nichts gesehen. Warum? Was zum Teufel? So eine Scheiße. Egal. Ein schön kurzer AK. Den Schlüssel. Ah, hier ist eine lange AK. Gute Frage. Nee, komm, wir behalten mal die kleine. Außer wir finden jetzt eine gemoddete große AK. Sehr viele abgeschlossene Schränke. Ein Dokument. Revolution, Eintrag 1. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher. Die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam und große Worte wie beim Reich versammeln sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitungen begleiten, erscheint mir noch schlimmer als die Reden der Faschisten. Ja klar, die wollen halt getarnt losschlagen. Zack. Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten.
Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Personen. Also, lasst und erledige das. Zack, zack! Jawohl! Okay. Bauen schon mal einen Panzerzug. Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nichts sagst. Zur Hölle mit den Papieren. Sag ihm, wenn er nicht heute noch deine Waffe ersetzt, geht ihr beide in den Knast. Ja, komm, geh ins Dunkle. Mist. Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, Andrejic? Komm, verpiss dich. Und denen fehlen Leute, also setzen sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann, geh und gib den zwei Faulpelzen etwas zu tun. Jawohl. Und du such dir auch eine Beschäftigung. Hey, was soll das? Der da hat mich scheinbar gesehen. Wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Stimmt. Sollen die herkommen, wenn die etwas wollen? Oder lass sie den Scheiß reparieren. Genau. Denn wenn wir unseren Posten verlassen, dann sollen die unsere Entschuldigung nicht hören. Ich bin gar nicht da. Das lief jetzt nicht so gut. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Oh, fuck. Okay, nee, die übermannen mich. Oh, ehrlich. Zuck, zuck. Gekümmert. Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Ratten mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack! Jawohl. Und fängt. Hast du die neue Waffe bekommen? Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Zur Hölle mit den Papieren. Sag ihm, wenn er nicht heute noch deine Waffe erhält.
zuzuteilen. Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, Andrej? Der Bau ist in der heißen Phase. Und denen fehlen Leute, also setzen Sie uns drauf. Okay. Ich verstehe. Wir sind in der Lüftung. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Achtung, an das gesamte Personal! Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir ein Buch nicht untertrieben hätten. Haben wir, ja. Aber was bringt das denn schon? Mit Schalldämpfer. Warum die so auf den Sicherheitsvorkehrungen rumreiten? Ganz meine Meinung. Wer arbeitet denn noch? Hab einen Fett gesetzt! Alter Schwede. Oh Gott, ey. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Und wie ich. Danke. Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht untertrieben hätten. Haben wir, ja. Aber was bringt das denn schon? Irgendein Arschloch ist letzte Woche von einem Kran überrollt worden. Nein, er hat ein Auge verloren, als ein Kabel gerissen ist. Das war letzten Monat. Ich rede von letzter Woche. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot, Digga. Als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewandt wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht Mensch. Vielleicht diese Kreatur, die manche dunkle Schiffe. Okay, Eintrag 2. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Mosquin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenleutnant war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt sein? Also, ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Eine Schienenwagen. Aber 30 Leute? Das wäre zu viele. Wir werden es nie erfahren. Aber irgendwie ist es geschehen. Wir haben seitdem die Waffen an der Brücke verdreifacht. Was mich daran erinnert, dass du einmal um die Kasarne gehen solltest, damit ich niemand. Okay, mach ich. Ich hab gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Jetzt raus. Bin da. Wer noch? Meine Faust. Okay.
Sieht leer aus hier. Gut, beim nächsten Mal räumen wir dann hier weiter auf und gucken mal, wie weit wir noch kommen. Bis dann.